Und damit herzlich willkommen zu Folge 6 von Let's Play Manorlords mit den Eisenlanden, die nach wie vor ein bisschen Lust auf Eisen haben, das nicht so ganz reinkommt, aber jetzt wird es so langsam, denn der Schacht ist ausgebaut und ich bin mittlerweile auch um einige Infos schlauer geworden. Mittlerweile habe ich soweit aufgeholt, dass ich zumindest von Part 4 die Kommentare gesehen habe und da wurde mir ein ziemlich ausdrücklicher Guide geschrieben, was jetzt die ganzen Versorgungslinien angeht. Vielen Dank dafür. Und ja, zum Glück war ich mit meiner Vermutung richtig, dass ich jetzt doch nicht hier eine extra Infrastruktur aufbaue. Denn, obwohl, es hätte geklappt, hätte ich hier noch ein eigenes Lager gemacht und meine gesamte Eisenproduktion hier reingebracht und sowas. Weil die Sache ist, die Roheisen wird immer zum Lager gebracht und nicht woanders hin, um dort weiterverarbeitet zu werden. Das heißt, wir hätten hier wirklich ein eigenes Lager und eine eigene Industrie im Idealfall gebraucht. Und ja, wir schauen einfach nur, dass wir die Logistik schaffen, dass das Eisen hier reingeschafft wird. Und am besten macht man das tatsächlich über ein weiteres Lager. Ich habe nämlich vor kurzem noch was weiteres gelesen, dass man Lager speziell darauf spezialisieren kann, ganz spezielle Sachen ins Dorf zu bringen. Und wir können natürlich auch hergehen und sagen, wir machen jetzt ein extra Lager, vielleicht sogar wirklich an diesen Platz hier ran, um damit eben speziell Eisen einzusammeln. Eisen und Kohle vielleicht sogar. Eisen und Holzkohle, weil ich meine, ganz ehrlich, da hinten bei diesem Lagerhaus, ob sich jetzt hier die Holzkohle oder da, da haben wir es gleich hier in der Nähe, da können wir das gleich so gut es geht optimieren. Das heißt, wir machen jetzt wirklich nochmal ein Lagerhaus in die Logistik rein und da wird dann ausschließlich Eisen gesammelt. Wir überlegen, ob ich es lieber so haben will. Ja, doch schon. Da kann nämlich auch der Bogner gleich mit ein paar Sachen. Obwohl, die Sachen vom Bogner, die kann er sich auch da hinten vom Lagerhaus holen. Das kleine bisschen Laufweg ist jetzt nicht so viel schlimmer. Aber ein extra Lagerhaus zu haben, ist eine gute Idee. So, leicht angeschrägt. Das ist okay. Dann haben wir hier nochmal ein Lagerhaus. Und das werden wir dann speziell darauf spezialisieren, Eisen zu holen. Weil, das habe ich auch gelesen, das ist echt krass, dass Lagerhausmitarbeiter 10-mal so viel tragen können wie normale Leute. Das heißt, im Idealfall lassen wir unsere gesamte Logistik von Lagerhausmitarbeitern machen, weil das 10-mal so effektiv ist. Okay. Läuft. Dann hoffen wir mal auf erste Eisenerträge. Ja, weil, ja, dann brauchen wir gar nicht so viele Leute, die hier arbeiten. Ach ja, und was ich mittlerweile auch weiß, ich hätte wirklich das Eisenvorkommen erstmal komplett runterbauen können. Also, das bleibt üppig und man könnte sogar wirklich alles verbrauchen. Man kann dann die Schachtmine machen, sobald es verbraucht ist. Weiß ich jetzt auch Bescheid. Ich habe die jetzt früher gemacht, aber egal. Passt auch. Gut. Ja, die Tipps mit dem Bogenschützen wurden mir schon gegeben. Das habe ich letztes Mal schon angeteasert. Bogenschützen sind noch zu schwach in dieser Version. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Bögen verkaufen und erstmal Nahkämpfer machen für. Also, ich frage mich ja eh, was ich dabei gedacht wurde, die Bogenschützen so stark zu nerven. Weil ich habe ja wirklich Videos davon gesehen. Ich habe Videos davon gesehen, wie ganze Reihen von Bogenschützen auf Banditen schießen. Also wirklich auf ungepanzerte Banditen. Auf wirklich das, was in Mountain Blade Bannerlords Plünderer sind. So einfach nur Leute mit Lumpen und irgendeiner Waffe in der Hand. Und da schießen die wirklich, keine Ahnung, 30 oder 40 Volleys rein. Also so, sagen wir 30 oder 40 Pfeile rein, mehrere Volleys mit einem vollen Stack Bogenschützen. Und da stirbt kein einziger Biss. Warum musst du ewig oft reinböllern, bis auch nur einer mal umfällt? Und wenn man denkst, okay, das ist ja wirklich, als hätten die so Spielzeugbögen. Klar, dass Bögen nicht mehr so viel Schaden machen, wenn der Gegner über den gewissen Panzerungsgrad verfügt, okay. Aber gegen Ungepanzerte ist es schon irgendwie ein kleiner Witz. Klar soll das Spiel auch nicht zu leicht werden, dass die jetzt umfallen wie Lanzenträger und Stronghold, dass die überhaupt nicht rankommen, aber das ist schon wirklich ein absolutes Extrem. Na gut, dann wird mir mal gebaut. Sehr schön. Den Kohlemeiler wollten wir noch weiter nach hinten tun und das hier wollten wir noch weiter verbessern. Ah, wir haben noch so viel zu tun. Und ja, das mit den Ziegen ist natürlich schade, dass wir nicht mehr sehen als das. Vielleicht lassen wir ja nur eine Ziegenfarm. Und das hier wird mir dann später eine Apfelplantage oder sowas. Dann haben wir so einen richtig schönen Apfelweg hier rüber. Zumindest sobald wir uns Äpfel holen können. Ein bisschen Zeit wird noch vergehen. Weil es wäre schon verlockend. Gut, ja, was für einen Weg würde ich lieber gehen? Ach, Streuobst, ne? Jährlich im September.
Schafzucht. Aber eigentlich den Handel, ganz ehrlich, wenn wir jetzt wirklich den Weg gehen wollen mit schweren Rüstungen und im Idealfall sogar Export von schweren Rüstungen, wir werden ja nur mal ein schwerer Rüstungsproduzent hier in dem gesamten Gebiet, dann sollten wir eigentlich noch auf die Handelslogistik gehen. Importpreise werden gesenkt. Gut, das ist halt hauptsächlich, wenn wir sehr viel importieren wollen. Brennholzkarren und Lebensmittelkarren ist jetzt auch nicht so wichtig eigentlich. Und das ist, um neue Handelsrouten zu verbessern, dass es weniger kostet. Ja, das ist natürlich auch noch wichtig, glaube ich, für neue Handelsrouten. Importpreise zu senken ist ganz nett, aber vielleicht müssen wir gar nicht so viel importieren. Aber hier das Streuobst mitzunehmen, wäre schon eine tolle Sache. Zumindest das. Weil Apfelgärten passen schon, finde ich. Auch zu uns als so Long Arm. Hier habe ich zwar Hühner gemacht, aber hier könnt ihr vielleicht auch Ziegen halten. Ohne Scheiß. Dann könnte man sagen, dass eine Ziegenstelle wirklich zu einer großen Apfelplantage wird. Vor allem, weil da auch so viel Fläche ist, dass wir das auch gescheit nutzen könnten. Naja, und der gesamte Spaß mit den Marktplätzen ist auch so eine Wissenschaft für sich. Tatsächlich werden zum aktuellen Stand des Spiels längst nicht so viele Häuser versorgt, wie es sein sollte. Beziehungsweise Häuser, die weiter weg sind, werden immer nicht versorgt werden. Egal wie viel man auch im Angebot hat und wie viel Platz man für Marktplätze geschafft hat. Das Problem ist, es wird von jedem Warentyp nur ein einziger Marktstand aufgebaut und er hat nur begrenzt Kapazität, wie viel aufgenommen werden kann. Und es gibt aber auch natürlich nur begrenzt viel, was verteilt werden kann. Und das heißt, es werden immer welche außen vor bleiben, weil das gesamte System irgendwie noch nicht auf größere Dörfer... Also, das hier ist schon zu weit quasi und zu viel an Einwohner, dass das Marktplatzsystem hinterherkommt. Und ja, ist ein leichtes Problem. Das heißt, wir können nur sehr nahe Sachen vielleicht jetzt richtig weit upgraden. Die brauche ich noch eine Taverne. Das heißt, wir müssten jetzt Bier... Aber ganz ehrlich, Bier brauen könnte ich mir echt selber vorstellen. Ich hatte jetzt eigentlich gesagt, dass wir nichts machen mit Landwirtschaft, aber zumindest Bier für also Gerste holen. Ja, guck. Haben wir denn einen guten Gerstenwert? Da hinten wächst Gerste gut. Hier würde Gerste auch gut wachsen. Oh, das wäre auch eine coole Idee, dass wir ein Gerstenfeld hier haben, so neben der Kirche entlang. Oder wir importieren die Gerste. Und machen jetzt nicht extra noch, weil da müssen wir extra noch ein Bauernhaus machen und das dann noch bewirtschaften und dann noch auf die Jahreszeiten achten. Und ich wollte Felderwirtschaft jetzt eigentlich mal weglassen, abseits von unseren Bauernhöfen. Ach, so ein Gerstenfeld hier entlang, das wäre schon irgendwo cool gewesen. Oder wir hätten es wirklich da draußen gemacht. Importieren wir erstmal Gerste, würde ich sagen. Die wir dann im Idealfall weiter brauen. Ich meine, wir könnten uns auch gleich Bier holen. Gerste. Import 12 pro Gerste. Das ist schon... Puf. Aber ich möchte auch ein bisschen Bier bieten können, meinen Leuten. Und das hat ja seinen Grund, dass wir jetzt so hochwertige Rüstungen produzieren. Auch wenn zum aktuellen Stand, wenn wir lange Zeit Rüstungen exportieren... Apropos. Gehen wir schon mal her und lassen mal jetzt erstmal die Bögen weg. Ich würde mal sagen, so 32 Bögen, dass ich im Notfall einen Trupp Bogenschützen machen könnte. 36 lasse ich mal da. Schon alleine, wenn die mal wieder gebufft werden, dass ich die dann sofort holen können. Route freischalten, bitte. Dann wird exportiert. Alles über 32. Was ist 32? 36. Warum denke ich immer an 32? Das ist aber die schönere Zahl. Ich bitte euch. Gleichzeitig würde ich dann gerne schon mal ein paar andere Waffen importieren wollen. Wenn ich jetzt gute Milizen haben will... Fußsoldatenmiliz wäre eigentlich eine gute Idee, vor allem jetzt gerade gegen... Wo sind eigentlich die Unterschiede in den Werten? Weil es gibt ja sowieso noch keine Kavallerie, von daher glaube ich nicht, dass Stangenwaffen und Speere jetzt einen Antikavallerie-Bonus haben. Rein theoretisch sind natürlich
Ja, eigentlich müssten Stangenwaffen schon die stärksten Waffen sein, wenn man jetzt nach Realismus geht. Gerade fürs Schlachtfeld. Schild und Speer wäre natürlich sinnvoll. Eigentlich Schildinfanterie allgemein, wenn ein Feind mit Bogenschützen kommt. Aber da Bogenschützen aktuell keinen Schaden machen. Eigentlich wäre so eine Stangenwaffenmiliz schon geil. Dafür bräuchte ich eigentlich... Gehen wir mal ganz kurz in die Richtung. Für Stangenwaffenmiliz bräuchte ich... Einfach nur 36 Stangenwaffen. Keinerlei Schild oder sowas. Aber wenn man ein bisschen nach der Solong-Arm-Infanterie geht, er hat ja eigentlich Schwertkämpfer gehabt. Und da können unsere Fußsoldaten-Milizen mit Axt und Schild kommen da am nächsten in die Richtung. Zumindest wenn wir das Roleplay so behalten wollen. Da bräuchten wir aber kleine Schilde und Äxte. Aber ich wünsche, man könnte irgendwo die Stats sehen der Einheiten. Ich glaube, die sind aber nicht wirklich gelistet, oder? Deswegen gehe ich nur davon aus. Aber ich nehme mal an, das ist wirklich leichte Infanterie. Ich frage mich halt, inwiefern sich jetzt... Okay, bei Speerkämpfen und Stangenwaffen könnte ich mir wirklich vorstellen, ja, Schild und nicht kein Schild. Mehr Angriffskraft, weniger Angriffskraft, aber Schild. Und damit Schutz vor Pfeilen und vielleicht auch ein bisschen Nahkampfabwehr. Aber ich frage mich, inwiefern sich jetzt die Fußsoldatenmilizen von den Speerkämpfern unterscheiden. Logisch gesehen würde ich mal sagen, dass die leichten Fußsoldaten wahrscheinlich schneller und mobilere Infanterie sind, als die Speerkämpfer, die eher dafür da sind, eine Linie zu halten. Aber, ja, ist halt die Frage, was die Ingame-Stats dann wieder sagen. Das kann natürlich noch ganz anders sein. So, hier kann ich halt die erweitert, glaube ich, einstellen, genau, was hier reingebracht wird. So, beim Rennofen... haben wir Holzkohle drin. Das Lagerhaus steht, wunderbar. Wisst ihr was, ich lasse mal die drei Leute, weil die haben auch so schön Marktplätze gerade aufgestellt. Finde ich gut. Ist auch schön Platz. Ohne Scheiß, ich würde schon gern irgendwo hier meine Männer haben oder so. Oder dahin. So da, bevor es da abweicht. Dann stelle ich das so schön hierher. Muss ja nicht unbedingt abweichend sein. Mein Herrenhaus. Ah, ich habe einfach nicht genug Material. Aber ja, irgendwie so. Und dann können wir hier noch einen Bauernhof machen oder zwei oder sowas. Oder irgendwas anderes. Aber was würde gut passen als Gebäude noch neben meiner Männer? Die Taverne natürlich. Das wäre eigentlich echt eine lustige Idee, aber andere... Wo wollen wir die eigentlich hinsetzen, die Taverne? Und da würde die sich auch richtig gut tun, ohne Scheiß. Aber hier sollte eigentlich meine Produktion rein. Die würde sogar hier hinpassen. An der Hauptstraße entlang würde es natürlich auch Sinn ergeben. Hier hinter der Kirche. Neben der Kirche ist auch ein bisschen komisch. Hier würde die sich wirklich richtig gut einfügen. Und da hätte man sogar genug Platz, dass man sagen kann, ich könnte die wirklich hier hinsetzen, beispielsweise, und habe noch genug Platz, um eine Straße entlang zu führen. Wieder auf der einen oder auf der anderen Seite. Ich hätte schon gerne hier. Komm, wir machen das jetzt. Wir tun das jetzt einfach tuten. Aber mit dem Import warten wir noch. Hauptsache, ich habe das Gebäude erstmal gebaut. Das ist das Wichtige. Hier wird jetzt mal gelagert. Und ihr lagert mir jetzt mal... kein Baumaterial. Keine Feldfrüchte. Bei Handwerksmaterialien bitte... ist das jetzt... Nee. Gebrauchsgüter? Nein. Militär? Nein. Was muss hier dabei sein? Eisenerz?
Und wo ist die Holzkohle? Nur Eisenerz und Holzkohle. Das ist für meine Industrie die Basis. Wobei, ich mal sagen würde, eigentlich könnten wir hier auch Bretter mit reintun. Ne, Brennholz wäre auch noch eine gute Idee. Bretter können von woanders geholt werden. Passt. Ach, guck mal eine an. Hier ist ja auch fertig gemacht worden. Die Brennholzhütte ist auch soweit gebaut worden. Und dann hauen wir mal den Kohlemaler weiter hinten rein. Wir haben eigentlich genug Holzkohle übrig, oder? Als Brennmaterial? Ja, mehr als genug. Dann. Gut, wohl. Zumindest haben wir genug. Hm. Haben wir eigentlich die Forsthütte schon gebaut? Haben wir. Ist bloß noch nicht besetzt. Ich würde mal bei der Forsthütte den Arbeitsbereich festsetzen. Und sagen... Das sieht mir doch ganz nett aus. Dann kommt schon mein erster Förster eingestellt werden. Die Sägegrube ist nicht besetzt, Holzfällerlage nur mit einem. Ah, da haben wir noch ein bisschen was nachzuholen. Und Zeit, dass wir mehr Familien bekommen. Oh Gott, ich habe auch... Der Winter naht. Ich glaube, ich habe weder mit Brennholz noch mit Nahrung wirklich ein Problem. Wir haben vor allem so viele Bären. Eine Armee eines Herrschers wurde gesichtet. Jägerlager, Gerberei, Färberei. Die Sammlerhütte können wir mal den Typen einstellen. Da ist ja eh nichts mehr gerade da zu tun. Dafür können wir mal die Sägegrube wieder betreiben. Gleichzeitig hätte ich gerne... Der Bereich ist aktuell auch nicht besetzt, das passt. Ja, hier noch ein Bauernhof und da ein Bauernhof, so in etwa rüber. Das würde eigentlich voll passen. Die kann auch richtig schöne Straße abbiegen. Irgendwie fehlt mir, dass hier noch eine Straße lang geht. Dazwischen rein. Egal. Hier könnte man echt noch so eine Schmiede reinpassen oder sowas. Und ja, wie gesagt, mein Herrenhaus würde ich mir jetzt auch mal machen. Wir können ja später noch überlegen, ob wir irgendwie... Mir fehlt noch Material. Was fehlt mir? Steine? Nee, Bretter. Ja gut, okay. Sägemühle ist ja gerade auch nicht... Der geht's gerade nicht so gut. Aber da jetzt immer auch... Ich nehme an, auch das Rohholz erstmal zum Lager gebracht wird und dann zersägt wird. Das heißt, die Sägegruppe sollte im Idealfall auch... Außer wir machen ja auch wieder ein extra Lager mit einem Arbeiter hin, dass mir nur Rohholz einlagert, dass es da weiter verarbeitet wird gleich. Zumindest, wenn ich das richtig sehe, dass wirklich die Sägegrube, statt hier das Holz zu holen, wirklich einmal außen rum geht. Was natürlich schade wäre. Aber wenn das so ist, dann werde ich die Sägegrube nochmal... Nee, dann ich würde es trotzdem gerne so als einen Komplex lassen. Dann mache ich hier wirklich ein extra Lager hin und das einen Arbeiter wirklich immer nur Brennholz schleppen die ganze Zeit. Also hier Rohholz schleppen, sagen wir es mal so. Ah, stimmt, der Kohlemaler und so. Neue Söldnerkompanien. Da ist der Kohlemeiler. Das kann ruhig ein bisschen abseits stehen. Geköhlert wird hier nicht.
trotzdem dafür dann gerne noch ein Forsthaus hin. Aber alles zu seiner Zeit. Ja, erstmal wollte ich mal gucken, ob wir noch weitere Hofstätten ausbauen können mit jetzt extra Wohngebäude oder so. Ich glaube, wir haben schon überall... Nee, da, Wohnraum erweitern. Sehr gut. Wo es noch geht, würde ich das gerne tun. Weil wir brauchen noch Platz. Gefällt mir so eigentlich. Könnten wir hier sogar noch einen extra Weg lang machen. Und hier hätten wir dann wirklich unsere Schmiede mit extra Wohnraum. Also so nochmal so eine Rüstungsschmiede. Also irgendwas, was mir dann später nochmal Sachen herstellt. Oder wir gehen mal wirklich her und sagen, wir machen es ein bisschen mehr in die Länge gezogen, so in etwa. Was ist denn hier in der Schmiede da? So gefällt es mir eigentlich besser. Machen wir mal so. Okay. Haben wir dann nochmal Platz für zwei Einwohner, dann sobald es ausgebaut ist, und da werden uns dann noch Sachen hergestellt und geschmiedet. Wunderbar. Gut, bis wir noch was sehen, vergeht noch ein bisschen Zeit. Mein Ofen ist auch so eine Sache. Hier werden uns dann hoffentlich bald mal Sachen eingelagert. Zumindest, wenn uns eine Person ist, wenn der nichts anderes macht als hier Kohle. Ja, cool. Kohle schleppt er auch mit an. Dementsprechend ist, ja, das hier drei Arbeiter zu haben auf lange Sicht ist auch keine schlechte Idee. Ich würde sogar wirklich hergehen und hier einen reduzieren und hier einen erhöhen. Dass das noch besser wird. Schafzucht. Soweit ich weiß, man soll auch direkt persönlich einstellen können, wann Schafe geschert werden sollen und wann nicht. Und es macht natürlich Sinn, die nicht im Winter zu scheren. Ja, Männer würde ich mir gerne noch holen, aber dafür brauchen wir Bretter. Ganz ehrlich, dass ich mein Herrenhaus neben der Kirche habe, ist sogar irgendwo sinnig. Und zumindest sehr in der Nähe. Entsprechend hierher oder so. In der Richtung. So ist die Straße an mir vorbei, versuche Hier hinten können wir auch noch ein paar Sachen hinmachen. Weder noch mehr Höfe oder sonst irgendwas. Gut, machen wir mal ganz kurz ein bisschen vor. Mal beobachten. Ja, jetzt kommt hier Holzkohle zumindest schon mal rein. Das ist schon mal ein Start. Aber ja, in den Schubkarren haben halt nur unsere Lagerhausarbeiter und da passt halt zehnmal so viel rein, als wenn die Leute Sachen beantragen. Warum kommen hier Kriegsbögen rein? Hab ich nicht... Hallo? Was habe ich euch gesagt? Nix mit Militär. War das vielleicht noch ein alter Auftrag? Die ignorieren einfach mein Bild. Hallo? Was habe ich denn gesagt? Keine... Hier dürft ihr doch reintun. Okay. So, Handelsposten. Ich möchte jetzt erstmal gerne
Stangenwaffen kosten auch viel mehr. Sind die extra einfach Seitenwaffen gewesen? Also Seitenwaffen ist auch ein komischer Begriff, also Sidearms halt im Englischen, klar. Im Deutschen haben wir, glaube ich, weniger Seitenwaffen dazu gesagt. Das wollte ich gucken. Seitenwaffen. Alles klar. Sidearms und Shields. Würde ich mal sagen, tun wir das mal tuten. Ich könnte natürlich warten, dass ich mir günstigere Handelsrouten freischalte erstmal. Aber komm, das eine Mal. Ich meine, das wird mit jedem Mal teurer, aber aktuell haben wir das Geld. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das ist die Sache, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Sollten wir jetzt schon mal schicken, dass das... Seitenwaffen. Und kleine Schilde. Dann haben wir das schon mal. Dann würde ich die nämlich gerne importieren. Nur leider fehlt uns gerade das Geld dafür. Ich warte mal noch auf eine Handels... auf einmal... reinkommende Knete. Da ist eine Route erforderlich, okay. Für einige Basic-Sachen braucht man anscheinend gar keine Route, das ist schon mal gut zu wissen. Ah, hier, Kräuter könnten wir beispielsweise verkaufen. Eisen tatsächlich auch. Aber, die Route verbessert dann einfach noch... Also bei einigen Basic-Gütern... verbessert die Route einfach nur, wie oft der Händler vorbeikommt. Heute habe ich jetzt nicht unbedingt einen Überschuss. Eisenerz, Eisenbahn. Oh, da werden schon welche geschmolzen. Sehr schön. Eisenbahn. Ja, die würde ich jetzt aber ungern verkaufen. Die würde ich gerne weiterverarbeiten. Färbstoffe haben wir noch gar keine. Bären haben wir sowieso keine über. Werden wir jetzt auch nicht mehr verkaufen als notwendig. Schlicht, weil uns Holzkohle. Warum sind auch Speere gelagert? Warum wurde das aufgeteilt? Wir haben ja nicht zusätzliche Sachen bekommen. Es wurde einfach ein bisschen was rübergebracht. Why? Das macht alles keinen Sinn ergeben, Tuten. Okay, wisst ihr was? Kurzfristig werde ich mal ein bisschen was. 14. Warte, ich bekomme noch ein bisschen weniger. Komm, dann verkaufen wir ein bisschen was vom Eisenerz, was reinkommt. Mal alles über 30 erstmal. Weil es wird eh weniger effektiv, je mehr wir verkaufen. Was bedeutet, jetzt erstmal ein bisschen was loszuwerden, um schon mal ein bisschen was von dem Anfangspush zu bekommen. Mit dem nächsten Patch wird es ja eh wieder abgemeldet. Von daher machen wir jetzt erstmal ein bisschen was davon weg. Um das Geld zu bekommen, eben. Um eben mal ein paar Seitenwaffen und Schilde zu kaufen. Ich meine, ich bekomme auch ein kleines bisschen Steuern durch die ganzen Wohnhäuser, die ich hier mache. Aber eben auch nur ein bisschen was. So, mal ran mit dir, liebe Hofstätte. Wir haben aber noch ein paar Sachen, die wir erledigen müssen. Warum arbeitet der eigentlich so wenig? Eigentlich müsste doch jetzt... Straßennetz angeschlossen? Du bist ein Gießer. Endres. Nee, das ist... Eigentlich müsste es... Der Hermann müsste es sein. Er transportiert gerade. Ah ja, er bringt immer noch die Sachen rüber. Er muss immer noch das Eisen holen, gerade aktuell. Das ist aber einfach das Problem, dass das Eisenerz noch nicht zu diesem... nicht. Wir haben doch
Ne, wir haben kein Eisenerz hier, das gibt's doch nicht. Warum braucht ihr denn immer so lange? Ich meine, die haben jetzt erstmal Holzkohle reingebracht, aber bis die das mal richtig gescheit ab... Wisst ihr was? Dieses Lagerhaus akzeptiert mir mal bitte keine Eisenbarren, keine Holzkohle und kein Roheisen mehr. Da haben wir's. Brennholz von mir. Obwohl, Brennholz... Komm, das kommt auch mal mit in dieses Lagerhaus. So, Hofstätte ist fertig. Sehr gut. Das wird mir auch gleich mal weiter ausgebaut. Jetzt könnten sogar zwei Familien kommen mit dem nächsten Push. Das ist gut. Okay. Du wirst dann noch bald auf Stufe 2 ausgebaut. Wir könnten den Familien auch direkt den Ochsen zuweisen. Wir könnten das auch dem Rennofen Arbeiter beispielsweise direkt einen Ochsen zuweisen. Aber in jedem Fall macht es die Logistik eh, dass der nicht mehr laufen muss, um was zu holen. In jedem Fall macht das Lagerhaus hier. Kann ich dem Lagerhaus hier direkt einen Ochsen zuweisen? Andererseits, sie haben ihre Schubkarren, mit denen sind die eh schneller. Ich weiß, dass ich Ochsen Familien zuweisen kann. Immer noch drei Familien drin. Das Lager ist auch ziemlich gefüllt. Die müssten jetzt mal wirklich anfangen, hier abzubauen. Sägewerk. Schreiner produziert. Warum sehe ich dich hier lang? Okay, ich beobachte mal kurz den Schreiner. Produziert mir jetzt, ja. Verstehe ich das richtig? Dass der jetzt immer vom Lagerhaus das Zeug holt, weil wenn ja, dann werde ich extra ein Lagerhaus holen, was mir extra Baumstämme einlagert. Kann ich vielleicht auch eine Obergrenze einstellen, dass er zum Beispiel immer 10 Holzstämme da einlagert, von dem aus, und das weiter produziert wird? Nicht, eine Obergrenze anscheinend nicht. Aber ich kann es unter anderem akzeptieren. Gut, nur für das Bauholz dann einfach von da geholt, was soll's. Oh, wir haben eine neue Familie. Nur eine? Oh, weil wir knapp unter 75. Natürlich sind wir jetzt unter 75 gefallen. Dankeschön. Aber gut, okay. Jetzt haben wir eins mehr. Das ist wunderprächtig. Dann lassen wir die erstmal bauen. Wir haben ja genug Baustellen. Ohne Scheiß, hier würde ich mal echt hergehen. Hier würde ich dann auch weitere Häuser machen. Aber gleich zu zwei nebeneinander in den Dreh. Drei ist ein bisschen übertrieben. Nein! Ja, nein, nein. Ich wollte daneben drücken, verdammt. Why? So. Der Arbeitsbereich dahin. Und mit Arbeitsbereich hinten raus. Und da ist so zugänglich. Ich mag es eigentlich schon, wenn die Höfe, wenn es mir so bei den Höfen vorbeischaut. Hinten raus können die dann wenigstens auch gleich zur Kirche, dann sind die direkt nebendran. Das ist eigentlich so das Sinnige. Und das sind dann so Arbeitsbereiche, wo ich sagen kann, da kommen dann so Werkstätten rein, die weniger so Hühner, Ziegen, Sachen, die jetzt weniger effizienzgetrimmt sind. Ja, brauchen wir schon mal. So, genau, es soll so ein bisschen abzweigen. Es soll nicht so
Genau, so, so ein bisschen runden. Keller. Ja, so sieht's gut aus. Was wir an Wohnplatz brauchen, ne? Wahnsinn. Monat und Familie. Oh, pro Familie, die auch drin ist. Das ist, wenn zwei Familien drin wohnen, kriege ich jetzt aktuell jetzt zwei Vermögen, später dann sogar vier. Nice. Forsthaus ist jetzt auch fertig. Der Gießer ist halt immer noch am Transportieren. Mir geht so viel Effizienz gerade flöten, einfach weil meine Gießer die ganze Zeit mit Transportieren beschäftigt sind. Obwohl das ja eigentlich meine Lagerhausleute machen wollen, sollten. Die jetzt aktuell aber eigentlich wirklich nur die Holzkohle... Okay, ganz ohne Scheiß. Kackt erstmal auf die Holzkohle. Das habe ich sie auf der anderen Seite schon abgestellt. Ich hoffe doch, dass die das mal... Okay, sobald ich das hier mal upgrade, wird das hoffentlich besser. Ich habe echt fast kein Bauholz mehr. Lass mir mal eine Baureserve, liebes Sägewerk. Also 20 Stück. Das Sägewerk produziert trotzdem relativ fix. Irgendwie fände ich schon cool, wenn hier bei dem Bogen es so reingeht in meine Männer irgendwie. Und ich dann so hier meine Männer habe und da von diesem Bogen geht's rein. Ich bräuchte aber noch Gebäude links und rechts, die da schmücken, aber das würde sich... Hier so, dieser Bogen würde sich gut anbieten. Was ich damit meine, ist, dass die irgendwie so hier ist. Jetzt nicht direkt an der Straße, sondern so. Und dann führt ein extra Weg dahin. Aber irgendwie fehlen mir... Ich wünsche, ich frage mich gerade noch, was ich an Gebäuden machen könnte, die das quasi... Das Gefolge wird kostenlos. Ja gut, ja, wenn das Gefolge einzieht, ja, ich glaube, ich mache es trotzdem einfach hier in die Nähe. Das Siedlerlager ist ja eh schon verschwunden, ne? Das gibt es ja gar nicht mehr vom Anfang. Dann mache ich nämlich meine Männer doch hier in die Nähe, weil, ja, da werden Leute einziehen, die brauchen ja auch relativ kurze Arbeitswege. Wenn das anfängliche Gefolge, für das ich ja schon Wohnungen gebaut habe, dort einzieht, das heißt, die werden ja umziehen jetzt. Lieber Rennofen. Sehe ich das? Die transportieren immer noch die Sachen selber her. Das ist so ultra ineffizient. Das ist so ein riesiges Problem. Die transportieren auf die gesamte Distanz das Zeug rüber. Hä? Warum pflügst du den Boden, nachdem du Sachen hier reingebracht hast? Junge, ich wollte dich mal am Rennofen arbeiten sehen. Der tut hier Sachen in den Rennofen reinschmeißen und pflügt den Boden. Immerhin hat er immer gearbeitet. Okay, dann nimmt er das heiße Eisen, klopft ein paar Mal drauf und macht es quasi zu einem Eisenbahn. Verstehe ich das richtig? Ja, und die sind jetzt hier abgelagert. Und jetzt, nachdem er das einmal gemacht hat, verstehe ich das richtig? Geht der jetzt los und holt sich nochmal... Oh, oder ist jetzt hier was? Ist hier endlich was im Lager? Ah, sehr gut. Wir haben Sachen da. Oder hat er sich nur Brennstoff geholt? Beobachten wir den Herrn mal ein bisschen. Machen wir an sich mal eine kleine Rundreise durchs Dorf. Das
Zeig mal her, was hast du dir geholt? Eisenerz. Wir haben Eisenerz hier drin. Sehr schön. Ja, wir haben erstes Eisenerz drin. Gut. Freut mich zu hören, dass es funktioniert. Sehr sogar. Schön. Jetzt kann das auch mal ein bisschen losgehen hier. Und apropos losgehen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und wir haben jetzt erste Sachen. Das heißt, ich werde jetzt mal hergehen. Wenn ich importiere. Das reicht nicht mal für 5. Holen wir uns erstmal 5. Jeweils. Können wir uns noch leisten? Den Rest holen wir dann nachträglich. Langsam rein. So, die zwei Holzchen hier entstehen, das finde ich super. Ja doch, unser Dörfchen macht euch so langsam. Ach, guck mal an, was hier auch schon steht. Das können wir auch mal schnell ummodeln. Das heißt, der Holzkohlemeiler wird mal weggehen und durch den hier ersetzt. Dann kann hier nämlich noch ein weiteres Gehöft später hin. Und hier würde ich, wenn es noch später eine Schmiede gibt, würde ich die hier hinsetzen. Entweder hier oder hier direkt neben das Lager, das wäre auch eine Idee. Aber ja, die Eisenlande machen sich doch. Da kommt ein Händler vorbei, sobald ich das sehe. Es zieht wieder Winter ein. Der zweite Winter, denn... Ist das unser zweiter Winter oder ist das schon unser dritter? Ich glaube, es müsste der zweite Winter in den Eisenlanden sein, ne? Schaut schon idyllisch aus, unser Dörfchen. Muss man ja wirklich sagen. Ihr merkt, dass ich hier unter Screenshots mache. Vielleicht potenziell für Thumbnails, aber allgemein finde ich solche Stadtbilder ziemlich schön. Und einige von denen einfach als Screenshots so da zu haben, ist schon irgendwie cool. Ich muss sagen, gerade wenn so ein Dörfchen aufgebaut wird. Und das Spiel ist schon, es ist schon wirklich ein Augenschmaus, muss ich sagen. Ich muss mich aber auch an der Stelle korrigieren, dass das Spiel ein Ein-Mann-Projekt ist. Klar ist es eigentlich nur ein Programmierer, der dahinter steckt. Aber soweit ich weiß, sind da sehr viele Leute, die mitgeholfen haben, outsourced. Also quasi sehr viele freie Mitarbeiter, die da mitgeholfen haben. Und sehr viele Leute, die noch zusätzlich so teils angestellt waren und mitgeholfen haben. Also an sich ist einer quasi der Kopf dahinter, ja. Aber es haben viele Leute mitgewirkt in dem Spiel, muss man an der Stelle mal korrigieren. Den Ziegen geht's auch gut soweit. Es wird mal Zeit für die Eisenproduktion. Ich finde es immer noch lustig, dass die halt wirklich das Eisen erinnern. Okay, ich nehme mal an, dieses Bodenpflügen soll wahrscheinlich sein, dass die jetzt quasi mit so einem... Ah, wie nennt man diese Eisenwerkzeuge, die lang... Direkt fürs Schmieden. Aber dass die da so quasi einschüren, sagen wir es mal so. Eigentlich hätte ich beim Dorf statt so gerade Straßen auch mal so krumme... Also nicht zuerst die Sachen platzieren, sondern zuerst wirklich die Straßen und dann die Gebäude drauf anpassen. Ich hätte nämlich auch wirklich so krumme Straßen wie hier auch so restlich noch machen können. Aber so passt es ja auch erstmal. Guck mal eine an, unsere Häuschen sind schon fertig. Hier können wir auf Stufe 2 upgraden. Machen wir gleich mal. Gibt's ein bisschen extra Geld. Waffen haben wir wahrscheinlich noch nicht, oder? Nee. Tage, das ist nicht mehr lang. Jetzt sind wir mitten im Winter. Wir haben dann noch mal einen Lebensmittelstand aufgestellt. Interessant. Dafür haben wir da hinten wahrscheinlich keinen mehr, ne? Brennholz. Doch, da ist nochmal. Ach doch, es wird doch von einem Typ. Ah ja, wahrscheinlich, was verschiedene Lebensmittel sind, oder? Gemüse und Eier.
Hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Chicks. Eier können wir gerade nicht genug haben. Also wir haben zumindest mehr Gemüse als Eier, das heißt, da kommen noch ein paar Chicks dazu. So, wie schaut es denn aus, auch mit Bauholz und so? Könnte man auch mehr haben, allgemeines Lager voll. Ja, das ist halt immer das. Ja, da passt halt nur ein Bauholz rein. Das war das mit dem Lager, was ich erwähnt hatte. Es passt immer nur ein Bauholz rein, das dann weiterverarbeitet werden kann. Das ist ein leichtes Problemchen. Das soll aber mit dem nächsten Patch schon vergrößert werden, das Sägegrubenlager. 80. Taverne steht auch schon. Was ist eigentlich mit Leuten, die hier arbeiten? In Hofstätten. Der Betrieb ist nur möglich, wenn Bier vorhanden ist. Dasselbe gilt möglicherweise auch für eure Arbeiter. Im Betrieb ist dann wahrscheinlich die Leute, die hier arbeiten, sind auch so Schankwirte etc. pp. Ne? Soll bedeuten, wir werden jetzt mal hergehen. Dauerhafte Viehzuweisung beim Handelsposten. Na, beim Handelsposten nicht unbedingt wichtig. Obwohl, wir könnten halt ein Pferd ordern. Für den Handelsposten und direkt zuweisen. Aber, ja gut, das wird den Handel wahrscheinlich beschleunigen. Ach du liebe Zeit, ich sehe gerade, wie lange wir schon wieder aufnehmen. Wir sind eigentlich fertig mit der Folge. Meine Güte. Eigentlich. Och, da ist schon... Guck mal, das ist schon wieder so eingeknickt. Warum tust du sowas, Straße? Okay. Wenigstens funktioniert der Rennofen jetzt. Wir haben auch Geld verbraucht. Heißt das, wir haben jetzt Schwerter bekommen? Nee, noch nicht. Wir können weiter noch Kriegsbögen verkaufen. Bringt auch immer noch ein bisschen Geld ein. Wohnraum ist noch genug da. Das finde ich gut. Das ist wahrscheinlich, weil ich die Hühnchen gekauft habe da. Heute haben wir halt immer noch zu wenig, ne? Ihr holt mir noch mal Ziegen. Ich glaube, das werden wir später wirklich Apfelplantagen hier, sobald ich das mal Streuobst machen kann. Das würde sich so gut anbieten. Kann ich beim Schafstall die Weidefläche eigentlich... Ich glaube, das ist wirklich nur dieses kleine Gebiet hier für die Schafe. Okay. Gut, ich würde mal sagen, da sind wir jetzt in den nächsten Winter drin. Den kriegen wir aber ziemlich gut hin. Schaut mal, wir haben richtig gut Holzkohle und Brennholz. Wir haben, na gut, Bauholz könnte man mehr haben, sobald mehr Familien kommen. Jetzt haben wir eigentlich keine großen Bauprojekte. Ich könnte eigentlich hergehen und jetzt schon mal beim Holzfällerlager einen mehr einstellen. Hier, die Sägemühle wird bald auch hoffentlich bald wieder ein bisschen produzieren. Und dann können wir uns mal diese Männer machen. Ob ich die Männer noch schaffe bis zum nächsten Angriff, dass ich vielleicht mal so eine Leibgarde noch bekomme, eine starke, wird sich zeigen. Ansonsten schaue ich, dass ich zumindest ein paar grundsätzliche Infanteristen bekomme, neben den normalen, die wir schon so ausbilden können. Weil wir haben ja sowohl unsere Speerkämpfer und könnten jetzt dann bald wahrscheinlich noch solche mit hinzusetzen. Aber alles ist an der Zeit. Gucken wir erstmal. Gut, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye.